Hallo mal wieder zum und willkommen zu meinem zweiten Let's Play. Ich habe das letzte Let's Play nicht gespeichert, deswegen muss ich es aus dem Autosave öffnen. Ah, lande ich nicht ganz da, wo ich war. Wir waren hier bei dem Warrior, der gerade die Seide entdeckt hat, die natürlich als Ressource auch wieder die Zufriedenheit der Bevölkerung erhöht. So, und wir sehen jetzt, unser Arbeiter ist gerade fertig geworden mit dem Bergwerk an dieser Stelle. Das heißt, wenn unsere Stadt wieder wächst in 2 Runden, dann gibt es hier gleich doppelte Anzahl an Schilden wieder. So, und wir haben ja schon gesehen, als wir 3 Einwohner hatten, gab es an dieser Stelle den dritten Einwohner. Deswegen werde ich auch dort jetzt den dritten Ausbau machen. So, ich gehe jetzt mal wieder mit den Warriors nach Süden, um hier so ein bisschen einzukreisen, was in meiner Gegend los ist. Hier kann ich mir gleich noch so ein Dorf holen. Ach, wieder nur diese doofe Regionskarte. Das ist natürlich immer blöd, weil es überhaupt keinen Fortschritt bringt. So, hier ist ein Typ angekommen. Das scheint ein Russe zu sein. Na, mal schauen, ob der uns friedlich gesonnen ist. Jetzt muss ich mal eben schauen. Ja, hier gibt es auch 2. Also werde ich da auch ein Bergwerk bauen. Und hier baue ich jetzt meine zweite Stadt auf. Das ist Leipzig. So, hier werde ich natürlich kein Warrior bauen, weil Erkunder habe ich jetzt meiner Meinung nach ausreichend. Deswegen geht es hier gleich an den Spearman. So, jetzt bin ich fertig mit dem Alphabet. Ich habe das Alphabet gelernt. Was bringt mir das? Ja, das ist eigentlich nur eine Technologie, um weitere Technologien zu erforschen. Gut. Natürlich auch ganz gut, das Alphabet zu können. A, B, C, D, E und so weiter. Gut, super. Machen wir weiter wie bisher, wie geplant. Wir wollen ja die große Bibliothek haben. So, die Russen kontaktieren mich und wollen mir Töpferei geben. Eigentlich würde ich das nicht machen, weil ich ja darauf hinarbeite, die große Bibliothek zu holen. Und die große Bibliothek hat den entscheidenden Vorteil, dass man jede Technologie, die bereits 2 Völker auf der Welt erforscht haben, gratis bekommt. So. Jetzt muss ich überlegen. Nehme ich Töpferei? Ich glaube nicht. Ich mache jetzt erstmal Nein und schaue, was sie noch so im Angebot haben für Technologien. Die haben nur Töpferei. Töpferei hat natürlich den schönen Vorteil, dass man Kornkammern bauen kann und Kornkammern ermöglichen es Städten schneller zu wachsen. Ich nehme das an. Ich nehme das nicht an. Ich nehme das nicht an und bin erstmal zufrieden, dass ich die tollen Russen kennengelernt habe. So, weiter geht's. Land erkunden, Land erkunden. Hier ist wieder ein Dorf und hoffentlich gibt es dieses Mal was Sinnvolles. 25 Gold, auch nicht sinnvoll, weil, wie ich schon sagte, Gold braucht man nicht wirklich. Zumindest nicht auf die Art und Weise, wie ich spiele. So, jetzt haben wir hier jetzt schon mal die ersten 3 Felder ausgebaut. Jetzt werde ich mir mal die Ressource Elefanten holen und dann können wir hier mal gucken. Hier haben wir jetzt bisher noch keine Luxuries. Aber wenn ich die Elefanten habe, dann wird es losgehen mit den Luxuries. So, weiter die Welt erkunden.
So eine Ressource bekommt man, wenn man die im kulturellen Radius hat, was ich ja hier bei meiner Hauptstadt habe, und wenn man sie mit einer Straße verbindet. So, jetzt haben wir gleich die Nachricht bekommen, dass die Leute in Berlin glücklich sind, weil wir die Verbindung zu dem Elfenbein, also zu den Elefanten, geschaffen haben. Können wir mal in die Stadt reingucken. Jetzt sehen wir hier, wir haben hier eine Luxury, und zwar bringt uns das ein Happy Face, und hier ist das Happy Face. Die anderen sind halt zufrieden, aber nicht super, nicht glücklich. Und jetzt haben wir einen glücklichen Einwohner. Das bringt uns jetzt direkt noch nicht wirklich was, aber das bringt uns dann was, wenn wir nämlich unzufriedene Einwohner haben. Und glückliche Einwohner gleichen unzufriedene Einwohner aus. Und wenn wir eine überproportionale Anzahl an unzufriedenen Einwohnern hätten, würde es Unruhen in der Stadt geben, und dann ist quasi die Stadt still und es wird nichts mehr entwickelt. Und dann müssen wir erstmal versuchen, das irgendwie auszugleichen. So. Kolossus braucht noch 17 Runden, wie wir sehen. Der russische Scout rennt hier rum und wir verbinden jetzt diese Stadt mit der anderen Stadt. Ja, bisher haben wir noch nicht so gesehen, wie toll diese Dörfer sein können. Jetzt haben wir endlich einen supergeilen Fund gemacht, und zwar einen Siedler. Damit können wir natürlich direkt die nächste Stadt ausbauen. Und jetzt überlege ich mir, ob ich hier schon hochgehe zur Seide, weil es ist durchaus sinnvoll, sich die Seide zu holen. Aber man ist natürlich ganz weit weg von den Ursprungsstädten. Ich denke, ich gehe erstmal hier zu diesen Orten und hol mir hier was in der Nähe. Oder hier. Ich werde hier die Müssen wir natürlich immer aufpassen, dass man nicht in den Radius der anderen Stadt kommt. Hier käme ich nicht in den Radius der anderen Stadt, aber ich stehe direkt auf dem Feld drauf. Was mir auch nicht so gut gefällt. Aber ist wahrscheinlich. Hier hätte ich dann auch noch die Ziege, was ich an der Stelle wahrscheinlich nicht, wo ich die an der Stelle wahrscheinlich nicht mehr kriege. Ja, all diese Ressourcen sind jetzt keine wirklich besonderen Ressourcen. Nahrungsmittel, also Getreide, bringen natürlich einen schnelleren Zuwachs der Bevölkerung. Auch die Ziege bringt einen schnelleren Zuwachs der Bevölkerung. Mit der Kuh sieht es nicht anders aus, oder auch mit diesem Fisch hier sieht es nicht anders aus. Okay, ich stelle den Siedler hier hin und baue hier die neue Stadt. Dann hätte ich diese beiden Getreidefelder, wäre in der Nähe eines Flusses und hätte auch die Ziege. So, jetzt habe ich die Stadt verbunden gleich. Dorf. Ich einen weiteren Warrior bekommen, kann ich besser erkunden. So, beide Städte sind jetzt verbunden, und das hat jetzt natürlich auch den Vorteil, dass ich hier auch verbunden bin mit dieser Quelle von Elfenbein, und auch hier ist eine Person glücklich. Und das hat natürlich auch den anderen Vorteil, dass ich schneller von einer Stadt zur anderen komme.
Ich sehe jetzt hier in der Stadt, dass es relativ langsam vorangeht mit der Schildproduktion, da ich nur ein Schild produziere. Und damit sich das ändert, werde ich gleich mal hier weiterbauen mit meinem Arbeiter und diese beiden Felder hier mit Bergwerken ausstatten. Der Spearman ist fertig. Ich belasse es erstmal hier bei einem Spearman. Und werde mich jetzt an einen weiteren Arbeiter machen. Weil die Bevölkerung steigt hier relativ rasch. Und außerdem muss Berlin auch weiter ausgebaut werden, die Umgebung. Und ich kann hier noch den zweiten Elefanten anschließen. So, jetzt merke ich hier, ich kann hier leider keinen Bergbau betreiben. Das ist ein bisschen doof. Ich kann zumindest erstmal die Straße ausbauen. Mit dem Warrior werde ich jetzt hochgehen und mit dem gehe ich weiter am Strand lang. Muss ich mal gucken, wie viel Fläche hier ist. Eigentlich eine ganze Menge. Ich werde erstmal hier die nähere Umgebung erkunden. Da haben wir einen Barbaren, den haue ich jetzt mal um. Genau, das war die Hoffnung, dass der mein Warrior zu einem Veteranen wird. Und das ist er auch geworden. Er hat aber leider ein bisschen Schaden genommen. So, hier kann ich leider kein Bergwerk bauen. Das ist ein bisschen doof. Also werde ich einfach nur Bewässerungsanlagen bauen und sehen wir, ob mir das was bringt. Wahrscheinlich nicht. Habe ich gerade einen Einwohner verloren wegen Krankheiten. Ich bin ja immer noch bei den höchst entwickelten Zivilisationen als letztes aufgeführt. So, und hier baue ich jetzt die weitere Stadt. Eine weitere Stadt. Hier sehen wir schon den Radius, was hier alles reinfällt. Das ist Hamburg. Hamburg nicht am Meer. Naja, egal. Auch hier zuerst den Spearman. So, jetzt haben wir mit den Krankheiten durchaus ein Problem hier. Weil uns das die Bevölkerung dahin gerafft hat. Naja. Ah, jetzt habe ich das Begräbnis entdeckt und kann jetzt Tempel bauen. Sonst ist es eigentlich für nichts gut. Tempel erhöhen die Zufriedenheit der Leute. Und der Kolossus in Berlin ist fertig. Gucken wir uns mal an. Jetzt haben wir hier so ein Riesending zu stehen in diesem kleinen Örtchen, in dem auch der Palast steht. So, was bringt uns eigentlich der Kolossus? Löst das goldene Zeitalter aus. Bei religiösen Zivilisationen sind wir nicht. Er bringt uns ein bisschen Culture. Und er bringt uns in der Stadt ein extra Commerce. Also wir werden jetzt hier mehr Geld verdienen. Schauen wir mal rein nach Berlin. Also vermutlich verdiene ich hier jetzt irgendwie ein bisschen mehr als 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8. Also eigentlich verdiene ich nicht mehr. Aber ich glaube, das macht sich dort bemerkbar, wo ich normalerweise nur
ein, die, eine dieser Geldeinheiten bekommen würde, bekomme ich jetzt zwei. Grundsätzlich. So, wie geht's weiter? Kann ich erstmal nichts Interessantes mehr bauen. Also werde ich mal einen Archer bauen und hier mal ein bisschen weiter auf Erkundung gehen. Der Archer hat natürlich den Vorteil, dass er stärker ist als der Warrior. Mein kultureller Einfluss ist natürlich wieder gestiegen. Nun gut, dann haben wir schon mal was geschafft. Und das sollte erstmal reichen fürs zweite Let's Play. Dann danke ich euch fürs Zusehen. Und wir sehen uns beim